Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 24 der Reihe über Göttinnen und Götterhelden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um ein finnisches Heldenepos gehen, das Kalevala. Das möchte ich Ihnen vorstellen und einen Schwerpunkt aus diesem Epos nehmen, nämlich das Weltenende. Und dazu werden wir uns wieder auch einen germanischen Mythos hinzuholen aus der Edda. Kalevala, ein finnisches Heldenepos. Das heißt, das ist ein Mythenkreis, der nicht aus der indogermanischen Welt stammt und so Merkmale hat, die wir nicht von diesen germanischen Göttern her kennen, aber polytheistische Religionen haben doch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und manches kann man aus der einen Welt in die andere Welt übersetzen. Sehr, sehr viel ist ähnlich und ähnlich ist zum Beispiel eben auch die Vorstellung vom Weltenende, was ich dann im Folgenden mir etwas genauer anschauen will. Kalevala, das Land Kaleva. Das meint der Titel. Und das sind nun Mythen, die über Jahrhunderte hinweg mündlich tradiert wurden und erst im 19. Jahrhundert zusammengestellt wurden von einem Arzt namens Elias Lönnrot. 1835 ist die erste Fassung des Kalevala erschienen, beziehungsweise da hat er das Vorwort datiert. Und hat nun ein Epos kreiert, in dem er alte Lieder, mündliche Tradierungen zusammengefasst hat, auch neu gefasst hat, neu verarbeitet hat, in insgesamt 22.795 Versen und insgesamt 50 Gesängen. Ich habe hier eine Ausgabe, eine Reklamausgabe wieder. Das finnische Epos des Elias Lönnrot aus dem finnischen Urtext übertragen von Lore und Hans Fromm mit einem Nachwort von Hans Fromm, ursprünglich 1979 im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Copyright 1967 im Hansa Verlag und dann 1985 im Reclam Verlag erschienen. Ein Mythenkreis, der mir doch sehr fremd war, mit dem ich nicht aufgewachsen bin und der nun Mythen schildert, Sagen schildert, Dinge schildert, die mir fremder waren von den Inhalten her, aber von den religionswissenschaftlichen Komponenten doch vertraut waren. Worum geht es in dieser Kalevala? Es geht um das Werben um die Tochter von Louhi, der Herrscherin des Nordlandes, Pohjola. Das ist eingebettet in einen Konflikt zwischen zwei Völkern, dem Volk von Kalevala und von dem von Pohjola. Und in diesem Konflikt geht es auch um einen mythischen Gegenstand, genannt Sampo, der Wohlstand verspricht, wenn man ihn besitzt. Mit Pohjola sind wohl Teile Lapplands gemeint und mit Sampo ein Gerät, das ja, Gold herstellen kann oder Getreide oder Salz. Ein Gerät, das eben Reichtum und Wohlstand verspricht. Und das sind sozusagen die zwei großen Handlungsstränge. Einmal eben das Werben um die Tochter des Nordlandes und dann andere Handlungsstränge, die damit verwoben sind und in Ausschweifungen andere Mythenkreise beschreiben, zum Beispiel die Sage von Kullervo, der
unwissend seine eigene Schwester verführt, damit auch ein wenig an den Ödipus-Mythos erinnert. Oder die Legende von Mariatte, der Jungfrau Maria. Oder auch der Mythos von der Schöpfung der Erde. Das sind nun Mythenkreise, die damit hineinspielen, die Lönnrot mit hineingenommen hat, um einen ja in gewisser Weise auch logischen, chronologischen Text herstellen zu können. Es gibt drei große Helden, Protagonisten, ganz wichtig, der alte weise Sänger Väinämöinen, dann gibt es den Schmied Ilmarinen. Ich habe erzählt, dass die Schmiede eine wichtige Funktion in diesen polytheistischen, archaischen Religionen haben. Nochmal ganz kurz, es sind einfach perfekte Gestaltwandler. Wenn man aus einem Metall, was man in der Erde findet, es durch heiß machen und dann abkühlen zu etwas Wertvollem verändern kann, dann ist man ein Gestaltenwandler par excellence. Deswegen haben diese Schmiede auch eine wichtige Funktion, ganz abgesehen davon, dass sie eben ganz starke Waffen herstellen konnten. Also da ist der Schmied Ilmarinen und dann eben der Frauenheld Lemminkainen, dessen Taten auch geschildert werden. Ich werde jetzt die einzelnen Gesänge der Reihe nach wenigstens ein wenig durchgehen. Es beginnt mit dem Schöpfungsmythos im ersten und zweiten Gesang. Die Schöpfung aus dem Ei einer Taucherente und der Geburt Väinämöinens, des großen, weisen, alten Sehers, durch einen weiblichen Geist, eine Urmutter. Das ist so der Beginn des Kalevala. Im dritten und fünften Gesang wird ein Sangeswettbewerb geschildert und da tritt Jonkerheinen gegen Väinämöinen auf, verliert gegen ihn und verspricht ihm nun seine Schwester Aino als Frau, die Väinämöinen ablehnt. Er ist einfach alt, er gefällt ihr nicht und sie bringt sich sogar um. Und nun kommt es zu diesem großen Heiratsreise Väinämöinens nach Pohjola ins Nordland, um dort die Nordlandtochter zu erwerben. Jonkerheinen, da gibt es mehrere Handlungen. Jonkerheinen erschießt zum Beispiel Väinämöinens Pferd aus Rache. Väinämöinen stürzt ins Meer. Ein Adler rettet ihn, trägt ihn nach Nordland. Und um wieder nach Hause kommen zu können in Südland, verspricht Väinämöinen der Louhi, der Herrscherin des Nordlandes, dass ihr der Schmied Ilmarinen ein Gerät schmieden werde, genannt Sampo, das ihren Reichtum fördern werde. Und zur Belohnung soll Väinämöinen eben die Nordlandtochter erhalten. Genau. Ilmarinen schmiedet das Sampo, kriegt aber die Braut nicht. Ilmarinen sollte ursprünglich die Braut erhalten. Nun kommt es zu einem Frauenheld, Lemminkainen. Das ist die Geschichte von Lemminkainen. Der raubt Kyllikki als seine Braut, verlässt sie, reist ins Nordland und bittet Lo um die Hand der Tochter. Also wieder eine neue Heiratsgeschichte, ein neues Verben, Brautverben. Und die Königin des Landes gibt ihm drei Aufgaben auf, nämlich einmal muss er den Elch von Hilsi erlegen, dann muss er den Hengst von Hisi aufzäumen und schließlich muss er einen Schwan erschießen, der auf dem Totenfluss Tuonela schwimmt. Und der, genau,
Der wird am Fluss getötet von einem Hirten, der den zerstückelten Leichnam in den Fluss wirft. Also dieser Frauenheld wird getötet und in den Fluss geworfen, und Lemminkainens Mutter erweckt ihn erneut zum Leben. Da hat man gesagt, das ist oft auch ein Hinweis, oder etwas Ähnliches passiert im Osiris-Mythos. Auch hier haben wir so die Vorstellung des gestorbenen Sohnes, der fruchtbaren Sohnes, der erneut zum Leben erweckt wird durch seine Mutter in dem Fall. Der 16. bis 25. Gesang schildert nun, wie Väinämöinen mit dem Bau eines Bootes beginnt, um ins Nordland zu reisen und auch die Nordlandtochter zu freien. Die ist halt sehr begehrt, wie man sieht. Viele, der Schmied will sie, der Frauenheld will sie, und Väinämöinen will sie auch. Und Väinämöinen sucht nun Zaubersprüche im Totenreich, erfährt von ihnen im Bauch des toten Riesen und Zauberers Ankrovipunen. Ilmarinen, der Schmied, erfährt von diesen Plänen und reist ebenfalls ins Nordland. Jetzt wählt die Tochter des Nordlandes aber Ilmarinen, den Schmied, und nicht Väinämöinen, der ihr zu alt und zu hässlich ist. Ilmarinen besteht mit ihrer Hilfe drei Aufgaben, die ihm gestellt werden, um sie zu erlangen. Er muss einen Schlangenacker pflügen. Er muss den Bären von Tuoni fangen, den Wolf von Manala und den Hecht aus dem Totenfluss. Und schließlich darf er die Nordlandtochter dann heiraten. Der 26. bis 30. Gesang schildert nun wieder einen anderen Mythenkreis, nämlich den Mythenkreis um Untamo, der seinen Bruder Kalervo besiegt, alle tötet, bis auf die schwangere Frau Kalervos, die Kulervo gebiert. Untamo verkauft dann seinen Sohn Kulervo als Sklaven an den Schmied Ilmarinen. Ilmarinens Frau, die Nordlandtochter, verlässt das Gebiet. Entschuldigung, die Frau von Ilmarinen benutzt diesen Kulervo dazu, dass er als Hirte in ihrem Gebiet arbeiten soll. Und Kulervo, der ja nun von edler Geburt ist, treibt aus Rache die Kühe dieses Hauses in den Sumpf und eine Herde Rentiere ins Haus und verwüstet damit das Haus. Die Frau Ilmarines, die Nordlandtochter, wird getötet von den Tieren und Kulervo muss fliehen, findet seine totgeglaubten Eltern wieder und verführt unwissentlich seine Schwester, da er seine Familie nicht erkennt. Die Schwester erfährt, dass sie Inzest begangen hat, und ertränkt sich. Kulervo zieht nun zu Untamo, um Rache zu nehmen, und tötet alle, kehrt dann heim und begeht auch Selbstmord. Also das ist nun ein Sagenkreis, der sozusagen am Rande stattfindet, aber verbunden wird mit dem Schmied Ilmarinen und mit der Nordlandtochter, die sich an diesem hochgeborenen Sohn Kulervo vergangen hat. Der 37. und 38. Gesang schildert nun die Trauer des Schmiedes Ilmarinen um seine tote Frau und dann, wie er sich eine neue Frau aus Gold schmiedet, die ihm aber nicht sehr zusagt, weil sie sehr kalt ist. Er verwirft sie und wirbt wieder erfolglos um eine jüngere Tochter aus dem Nordland. Und nachdem er heimgekehrt ist aus dem Nordland ins Südland, erzählt er Väinämöinen von diesem wunderbaren Gerät, dem Sampo.
Der 39. bis 43. Gesang schildert nun, wie Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkainen nach Nordland segeln, um dieses Gerät zu rauben. Väinämöinen tötet auf seiner Reise einen Hecht und baut aus dessen Kiefer eine Kantele, eine Zither, die nun das Instrument wird, mit dem diese finnischen Gesänge auch begleitet werden. Und mit dieser Musik, dieser Zither, kann er die Nordländer einschläfern. Väinämöinen und seine Gefährten finden das Sampo und fliehen mit ihm, woraufhin sich die Herrscherin des Nordreiches, Louhi, in einen Riesenadler verwandelt, nach dem Erwachen und sich zur Verfolgung aufmacht. Beim Kampf um das Gerät zerbricht das Sampo. Nun schickt Louhi, die Herrscherin des Nordlandes, im 44. bis 49. Gesang Krankheiten über das Land und einen Bär, den schickt sie nach Kalevala. Sie raubt das Licht der Welt, sie versteckt die Sterne, raubt das Feuer. Aber Väinämöinen und Ilmarinen können die Sterne und das Feuer zurückerlangen und das Licht wieder in die Welt bringen. Im 50. Gesang wird Marjata, Maria, von einem Preiselbeere schwanger. Väinämöinen verurteilt das Kind zum Tod. Das Kind setzt sich aber gegen Väinämöinen durch und wird schließlich König. Sie sehen, das sind Mythen, die ganz anders wirken als die germanischen, isländischen Mythen, die wir kennengelernt haben. Also sie kreisen um Heiraten von Nordländern mit der, von Südländern mit der Nordlandtochter. Sie kreisen um ein Gerät, das Reichtum verspricht. Sie sind aber sonst anders als das, was wir als nordische Mythen kennen. Und so sind sie auch bei uns in unserem deutschsprachigen Raum, aber auch im englischen Raum nicht so bekannt. Aber sie sind in Finnland ganz, ganz, ganz wichtig geworden. Das Versmaß dieser Kalevala ist sehr alt, über 2000 Jahre, und unterscheidet sich vom Versmaß der indogermanischen Sprachen. Also ein sehr komplizierter Versmaß, trochäische Vierheber, wieder mit Alliterationen, Parallelismus, also Wiederholungen, auch inhaltlichen Wiederholungen, damit es eben auch, wenn es mündlich tradiert wird, gut gemerkt werden kann, sodass diese Lieder eben über viele, viele Jahrhunderte bewahrt wurden und im 19. Jahrhundert dann von Lönnroth wiederentdeckt werden konnten. Lönnroth ist in Karelien gereist, also Nordosteuropa, und er hat in den Dörfern und in den Stuben, in den Kaffeehäusern Lieder gesammelt. Er hat sie zusammengestellt und zu einer logischen Handlung verknüpft. 33% der Lieder, so heißt es, seien wörtlich, 50% bearbeitet, 14% mehr oder weniger erfunden und 3% wirklich von Lönnroth erfunden. Die Lieder werden von einfachen Melodien begleitet, einfache Melodien, deren Instrument die Kantele, eine Kastenzither ist. Dieses Instrument wurde verboten nach der Reformation von der lutherischen Kirche, aber hat doch eben immer in der Erinnerung und auch im Volksglauben weitergelebt. Lönnroth hat eine erste Version dieser Lieder 1835-36 in zwei Bänden herausgebracht. Und als Geburtstag der Kalevala-Lieder gilt der 28. Februar 1835, das war das Datum,
mit dem Lönnrot das Vorwort des ersten Bandes unterzeichnet hat. Und bis heute ist das, der Tag der Kalevala in Finnland. Dieses Epos hat das Nationalgefühl der Finnen außerordentlich gestärkt, ungemein gestärkt. Gerade auch dadurch, weil es eben die finnische Sprache zu einer hohen Form hochstilisiert hat oder wieder in Erinnerung gerufen hat. Selbstverständlich ist dieses Werk schon auch christlich gefärbt. Wir haben ja gesagt, allein die chronologische Reihenfolge ist nicht ursprünglich, denn ursprünglich sind die einzelnen Lieder, die einzelnen Mythenkreise, die dann eigentlich mehr oder weniger assoziativ verbunden werden. Zum Teil, dass eben ein Held aus einem Mythenkreis dann in einem anderen auch erwähnt wird. Und das hat Lönnrot eben in eine Fassung gebracht, die dann im 19. Jahrhundert begeistert von den Finnen aufgenommen wurde. Und man hat Einflüsse des Kalevala bis zu Tolkien hin wahrgenommen. Jean Sibelius, der Komponist, hat sich mit diesem Werk auseinandergesetzt. Also es sind Einflüsse in die Literatur und in die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts eingegangen. Man muss einfach erwähnen, dass Finnland relativ spät in die Geschichte Europas eingetreten ist. Eigentlich erst im hohen Mittelalter, das für die Finnen das frühe Mittelalter ist. Ab dem 12. Jahrhundert wird das Land Westfinnland christianisiert. Karelien über noch das orthodoxe Christentum mit dem Zentrum Novgorod. Und dieses Gebiet wird dann von den Wikingerzügen tangiert. Die Schweden erobern Finnland von Westen her, Russland dann von Osten. Und so ist Finnland eben, ja, das merkt man auch an der heutigen Politik und an den heutigen Aufgaben Finnlands, einerseits eben ganz stark bedroht worden von Russland und andererseits eben auch verbunden gewesen mit dem Westen, auch mit Schweden, das aber auch als Eroberer kam. Karelien, das ist das begrenzt durch das Weiße Meer im Norden und durch St. Petersburg im Süden, umgreift also das westliche Russland mit dem Ladagosee, im Westen Russlands. Lönnrot ist nun in verschiedenen Reisen dorthin gereist und hat dort 11 Reisen insgesamt. Er ist bis auf die Kola-Halbinsel gekommen, bis nach Murmansk, Archangelsk, an die norwegische Eismeerküste und hat nun überall Lieder gesucht. Er hat sie gefunden, die Lieder hatten ein unterschiedliches Alter, waren zeitlich auch oft nicht zuordnenbar, hatten verschiedene Stile und hatten auch verschiedene Funktionen. Da waren Lieder, die zum Beispiel an Festen gesungen wurden, am Bärenfest oder bei Hochzeitsritualen. Es waren Arbeitslieder darunter und einfach Unterhaltungslieder, die eben von Mythen erzählt haben. Und Lönnrot hat sie bearbeitet, hat sie in die chronologische Reihenfolge gebracht und dann noch weitere Bände aus dieser Mythenwelt herausgebracht. 1842 einen Band über Sprichwörter, 1844 einen Band über Rätsel, 1880 einen Band über magische Lieder. Diese Lieder, ich habe gesagt, wurden gesungen. Und erst mit Lönnrot, der aus ihnen eben ein Buch gemacht hat, wurden dann diese Lieder gelesen. Aber ursprünglich wurden sie natürlich mündlich weitergegeben und gesungen und sehr oft auch in einem Zweiervortrag, wo zwei Sänger sich nun gegenüber saßen und ich gucke gerade, ja, ob ich das finde.
und sich gegenseitig diese Lieder vorgetragen haben, abwechselnd vorgetragen haben, aufeinander geantwortet haben. Das wird sehr schön beschrieben, auch in dem Nachwort der Übersetzer. Ich kann Ihnen dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn Sie mal mit ganz anderen Mythenwelten etwas zu tun haben wollen, dann lesen Sie bitte das Kalevala. Aber ich werde vor allem jetzt etwas zitieren aus dem 47. Gesang, nämlich ein Weltenende. Das Weltenende, was wir dann eben auch in den germanischen, isländischen Mythen wiederfinden, was verbunden ist mit der Vorstellung auch einer einbrechenden Finsternis. Einmal haben wir gesagt, bei den Germanen auch die Vorstellung, dass die Welt in Feuer untergeht, aber auch interessant, dass die Welt untergeht mit einer einbrechenden Finsternis. Also, das lese ich Ihnen vor, wie das geschildert ist. Louis ist eben wütend, weil auch ihr Sampo zerstört worden ist und beschließt sich zu rächen. Wainamoinen ist alt, spielt auf seiner Zither und jetzt erfährt eben Louhi von dieser Freude und rächt sich auch eben für den Diebstahl des Sampo. Bis zum Mondhaus drang das Spielen, Freude zu den Sonnenfenstern. Es entstieg der Mond der Stube, kroch auf eine krumme Birke. Ihrem Schloss entschritt die Sonne, warf sich auf den Föhrenwipfel, um dem Kammelklang zu lauschen, um die Freude anzustaunen. Louhi, Herrscherin des Nordlands, Nordlandalte, arm an Zähnen, sie erwischte da die Sonne, holt den Mond sich mit den Händen, griff den Mond von krummer Birke, Sonne von den Föhrenwipfeln, nahm sie gleich mit sich nach Hause in das dämmerdunkle Nordland. Barg den Mond, dass er nicht leuchte, in dem bunt gestreiften Steine, sang die Sonne, dass sie nicht scheine, in den Berg aus starkem Stahle. Selber sprach sie so den Zauber, wolle nie von hier entweichen, nie der Mond zum Leuchten steigen, Sonne sich zum Scheinen lösen. Wenn ich sie nicht selbst befreie, selber komme sie zu holen, mit neuen Hengsten sie zu holen, alle einer Stute Nachwuchs. Als der Mond nun eingebracht war, fortgeführt auch war die Sonne, in den Steinberg von Pohjola, in den eisenharten Felsen, stahl sie noch dazu die Flamme, führt aus Veinöla das Feuer, machte feuerlos die Häuser, lichtlos ließ sie alle Hütten. Nun war Nacht dort, immerwährend, schwarze Finsternis und lange Nacht war nun in Kalevala, in den Häusern von Veinöle. Nacht war auch am Himmel oben, an dem Himmelssitze Ukos, dem Hochgott, dem Gott des Himmels, des Wetters und des Gewitters, der Blitze auslösen kann, wenn er mit seinem Wagen über den steinernen Himmelsweg fährt. Bang ist's, ohne Licht zu leben, kummervoll ist's ohne Feuer, übel ist es für die Menschen, übel auch für Uko selber. Uko ihm, dem Herrn der Höhe, ihm, des Himmels großem Schöpfer, wollte es wunderlich erscheinen, er bedacht und überlegt es, was wohl Wunders vor dem Monde, was für Dunst sei vor der Sonne, dass nicht mild der Mondschein glänze, auch das Sonnenlicht nicht läute. Er schritt auf dem Saum der Wolke, lief entlang dem Himmelsrande, in den Strümpfen bläulich schimmernd, in den Schuhen mit bunten Hacken, um das Mondlicht aufzufinden, um das Sonnenlicht zu suchen,
Doch er konnte den Mond nicht finden, auch die Sonne nirgends sehen. Mit Feuer schlug am Himmel Ukko. Grellen Blitzstrahl ließ er leuchten, mit dem Schwerte voller Feuer, mit der Klinge Funken knistern. Feuer schuf er an den Nägeln, ließ es an den Knöcheln knistern, in dem hohen Himmel droben, in des Sternenhofes Höhe. Hier also geschildert im 47. Gesang, wie Löhi das Licht der Welt stiehlt. Es wird finster. Und nun gibt es interessante Forschungen. Ich habe Ihnen Neil Price warm ans Herz gelegt, den Wikingerforscher. Und er beschreibt nun in seinem Buch über Ash und Embla, die Wikinger, wie eine Klimakrise im 6. Jahrhundert im Norden um sich gegriffen hat. Und zwar in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts ist es zu einer besonders kalten Klimakrise gekommen, die besonders spürbar war in Skandinavien, die einem nuklearen Winter geglichen habe. Das Sonnenlicht sei verdunkelt gewesen, das Wachstum habe gestoppt. Man kann das an den Baumringen erkennen, dass da die Bäume nicht gewachsen sind. Es soll Schnee im Sommer gegeben haben im norwegischen Hochland. Und viele Gebiete wurden in dieser Zeit unbewohnbar. Es gab Hungersnöte und Tod. Und bis zu 50% der Bevölkerung Skandinaviens sollen in dieser Zeit gestorben sein. In dieser Zeit ist das jahrhundertealte Sonnenrad, das wir in Skandinavien, auch in den germanischen Mythen ja immer wieder finden, verschwunden. Und es sind diese Goldbrakteaten aufgetaucht, die ich Ihnen bei den Merseburger Zaubersprüchen auch schon vorgestellt habe. Die größte Konzentration war in Gotland. Man vermutet, dass diese Goldbrakteate eben einen Hinweis auch auf Krisenrituale waren, wo man sozusagen das Gold dann auch wieder in die Welt brachte und in die Erde auch zurückbrachte. Ursache dieser Klimakrise, das ist umstritten. Man vermutet entweder einen Meteoriteneinschlag oder einen Vulkanausbruch. Aber Tatsache ist, dass es 535/36 zu einem Verdunkeln der Sonne gekommen ist, was auch Geschichtsschreiber in Griechenland, Italien und China schildern. Und dieses Weltenende, was in einem Verdunkeln des Lichts sich andeutet, hier in der Kalevala wird es ja noch einmal zurückgeholt in die Welt und eigentlich auch in der germanischen Mythenwelt kommt nach dem Ragnarök eine neue Welt zustande, in der es auch wieder Baldur geben wird. Aber dieses Weltenende mit seinem Verschwinden der Sonne, mit seiner Finsternis, das möchte ich Ihnen noch einmal vor Augen führen, indem ich Ihnen Teile aus der Edda lese. Also wir wieder den finnischen Mythenkreis verlassen und in den germanischen Mythenkreis noch einmal zurückkehren. Also, die Edda von Snorri Sturluson. Dann geschieht es das, was als ungeheure Begebenheit gilt, nämlich, dass der Wolf die Sonne verschlingt und den Menschen erscheint dies als großer Schaden. Danach packt der andere Wolf den Mond und bewirkt ebenso großes Unheil. Die Sterne verschwinden vom Himmel. Zu diesen Ereignissen gehört auch, dass die ganze Erde wie die Berge beben, sodass die Bäume aus dem Boden herausgerissen werden. Aber die Gebirge stürzen zusammen und alle Fesseln und Bande brechen und reißen. Dann kommt der Fenriswolf frei. Das Meer überschwemmt das Land, weil sich die Midgard-Schlange im Riesenzorn herumwälzt und an Land kriecht. Da geschieht es auch, dass Nagelfahr sich löst, das Schiff, das so heißt. Es besteht aus den Nägeln der Toten und deshalb ist Vorsicht geboten, wenn jemand mit ungeschnittenen Nägeln stirbt. Denn er bringt dem Schiff Nagelfahr viel Material,
Aber Götter und Menschen wollen nicht, dass es fertig wird. Und in dieser Flut schwimmt Naglfar. Hrim heißt der Riese, der das Schiff steuert. Und der Fenriswolf kommt mit aufgerissenem Maul herangestürmt. Der untere Kiefer berührt die Erde, der obere den Himmel. Er würde sein Maul noch mehr aufsperren, wenn Platz dafür wäre. Flammen kommen aus seinen Augen und den Nüstern. Die Midgard-Schlange speit so viel Gift, dass es die ganze Luft und die Gewässer erfüllt. Auch sie ist furchterregend und steht dem Wolf zur Seite. Mit Getöse birst der Himmel, und von dort stürmen die Muspelsöhne heran. Surt kommt zuerst, vor ihm wie hinter ihm brennt Feuer. Sein Schwert ist vortrefflich, von ihm geht mehr Glanz aus als von der Sonne. Und wenn sie über Bifröst reiten, bricht sie zusammen, wie vorher schon gesagt wurde. Die Muspelsöhne dringen auf das Feld vor, das Vigrid heißt. Dorthin kommen auch der Fenriswolf und die Midgardschlange, ebenso Loki, Hrim und mit ihm alle Reifriesen. Loki folgen sämtliche Hehlkerle, aber die Muspelsöhne allein bilden schon eine Heerschar und die ist sehr berühmt. Das Feld Vigrid ist auf jeder Seite 100 Meilen breit. Wenn dies geschieht, erhebt sich Heimdall, bläst voller Kraft ins Gjallarhorn und weckt alle Götter auf, die gemeinsam eine Thingversammlung abhalten. Dann reitet Odin zu Mimirs Brunnen und er erhält von Mimir Rat für sich und sein Gefolge. Die Erde Yggdrasil wankt, die Esche Yggdrasil wankt, nichts am Himmel wie auf der Erde ist ohne Furcht. Die Asen und alle Einherjer rüsten sich und ziehen auf das Feld. Als erster reitet Odin mit dem Goldhelm, herrlicher Brünne und dem Speer, der Gungnir heißt. Er dringt gegen den Fenriswolf vor und Thor steht ihm zur Seite. Aber er kann ihm nicht beistehen, denn er kämpft heftig mit der Midgardschlange. Freyr trifft auf Surt und es entwickelt sich ein harter Kampf, ehe Freyr fällt. Sein Tod wird, dass er das gute Schwert vermisst, das er Skirnir gab. Dann kommt auch der Hund Garmfrei, der vor Gnipner Helje angekettet ist. Er ist das furchtbarste Ungeheuer und kämpft gegen Tyr und sie werden sich gegenseitig erschlagen. Thor erschlägt die Midgardschlange und läuft noch 9 Schritte weit. Dann fällt er wegen des Giftes, das die Schlange auf ihn bläst, tot zur Erde. Der Wolf verschlingt Odin, was dessen Tod ist, aber gleich darauf stürmt wieder hervor und tritt mit einem Fuß in den Unterkiefer des Wolfes. An diesem Fuß trägt er den Schuh, für den alle Zeit gesammelt worden war. Es sind die Lederstücke, die man aus seinen Schuhen für Zehen oder Ferse schneidet. Darum soll derjenige die Stücke wegwerfen, der beabsichtigt, den Asen zu Hilfe zu kommen. Mit einer Hand reißt Vidar dann den Oberkiefer des Wolfes und reißt sein Maul entzwei. Das bringt ihm den Tod. Loki kämpft mit Heimdall und sie töten sich gegenseitig. Schließlich schleudert Surt Feuer über die Erde und die ganze Erde brennt. Danach wird eine neue Erde entstehen. Die Erde steigt aus dem Meer empor und sie ist grün und herrlich. Das Getreide wächst von selbst. Vidar und Vali leben, weil ihnen weder das Meer noch Surts Flammen geschadet haben. Sie wohnen auf Idavöll, dort, wo vorher Esgard war. Und dorthin kommen Thors Söhne, Modi und Magni, die Mjölnir, den Hammer, haben. Dann kommen Baldur und Höd von Hel. Sie alle setzen sich zusammen und unterhalten sich. Sie erinnern sich ihres geheimen Wissens und reden von den Geschehnissen, die einstmals gewesen sind, von der Midgardschlange und von Fenriswolf. Dann finden sie im Gras die Goldtafeln, die Asen besessen haben. Das ist also das Weltenende und die Entstehung einer neuen Welt nach der alten germanischen Götterwelt, eingeleitet eben auch zunächst durch eine große Finsternis, wie sie eben auch im finnischen Epos Kalevala geschildert wird.
Damit möchte ich erstmal die Reihe über nordischen Mythen beenden. In dem Weltenende und im Neuweltenanfang hat das, glaube ich, einen würdigen Abschluss gefunden. Und wir werden uns dann der Literatur um 1800 zuwenden mit der Klassik und dann dem 19. und 20. Jahrhundert.